Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein neues Unboxing und zwar ist heute bei mir eingetroffen die Glossybox Young. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossybox Young konnte man so ja, in einer einmaligen Geschichte sich holen. Die gibt es immer mal wieder. Ich glaube, entweder alle 2 oder alle 3 Monate. Die kostet 10 Euro pro Box und da braucht man jetzt kein Abo für haben. Ne? Und die richtet sich dann eher so an die etwas jüngere Generation. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach als erwachsene Frau so ein Abo hat und dann seiner Tochter oder seiner Nichte oder wie auch immer ab und an was Gutes tun möchte, kann man die einfach zum Beispiel mit Glossy Points holen oder eben für 10 Euro, ne? Ja, ich bin etwas außer Puste, denn ich bin hier gerade etwas durch die Gegend gelaufen und habe überall Kerzen angemacht. Ja, weil ich einfach Bock drauf hatte. Ne? Es ist alles ein bisschen gemütlicher. Ich bin auch heute sehr, sehr kuschelig angezogen. Ich bin heute auch nicht wirklich geschminkt, weil ich da einfach keinen Bock nach der Arbeit drauf hatte. Und wir machen jetzt einfach mal die Box zusammen auf und ich quatsch nicht weiter. Es gibt in diesem Video auch eine Box zu gewinnen, denn ich habe sie tatsächlich hier noch einmal drin. Also ich habe sie zweimal bestellt. In eurer Box ist dann wahrscheinlich genau der gleiche Inhalt wie in meiner. Aber bei euch kommt dann noch eine kleine Grußkarte mit rein. So, ich entferne den Deckel, den ich jetzt hier in der Hand halte. Und die Box hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ich weiß nicht, ob das... Es war irgendwann zum Anfang des Jahres, hatte Glossybox auch schon mal dieses Design, glaube ich. Gut. Und hier lächelt uns dann schon zuallererst das Häppchen drin, beziehungsweise die Karte, wo drauf steht, was drin ist. Das ist die Shooting Stars Edition. Time to Shine. In diesem Herbst schießen nicht nur besonders viele Sternschnuppen über den Himmel, sondern auch deine Zeit zu strahlen ist gekommen. Bring deine Haut, Augen sowie Nägel mit den Produkt-Must-Haves der neuen Young Beauty auf Hochglanz. Gönn dir tolle Beauty-Abende allein oder mit deinen Besties und vergiss nicht, nachts bei klarem Wetter gen Himmel zu schauen. Es regnet Sternschnuppen, wünsch dir was. Okay, viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren. Wünsch dir dein Glossybox Young Beauty Team. Jo, also die Lady macht es auf jeden Fall vor. Ne? Ich guck mal, ob wir hier wirklich so eine krasse Maske drin haben. Würde ich feiern, würde ich auf jeden Fall auf Insta auch posten, wenn das so ein Vieh wäre. Ne? Solange es keine Peel-Off-Maske ist, trage ich die wohl. Ja, sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Okay, hier hinten sind die Produkte abgebildet, das sind 5 Stück. Und hier haben wir dann tatsächlich die Box, das Seidenpapier mit dem Seidenschleifchen. Das ist genauso aufgebaut wie bei der Glossybox, nur sind hier nicht so mega hochwertige Produkte drin. Es riecht hier recht frisch raus, um ehrlich zu sein. Na, gucken wir mal. So, Seidenschleifchen gelöst. Oh, der Klebe ist etwas verrutscht. Okay, Klebe gelöst. Und dann haben wir hier einmal den ersten Blick in die Box. Und dann gucken wir mal. Dann nehmen wir mal das erste Ungetüm raus. Das größte Produkt der Box, das ist von Trackemoon Maracuja Sun Donor. Ich glaube, das ist eher so ein Sommerduschgel. Die Aussicht vom Dach ist atemberaubend. Wie ein Feuerball versinkt die Sonne hinter der Stadt. Ich hebe den Cocktail in meiner Hand auf den Sommer. Im Herbst. Okay. Restbestände, Leute, ne? 375 Milliliter sind hier enthalten. Ist jetzt nicht so unbedingt das Produkt, was man in einer Herbstbox erwartet, um ehrlich zu sein. Wird aber danach Maracuja riechen, denke ich mal. Ja, sehr fruchtig, ne? Es riecht aber tatsächlich lecker. Und da muss ich gucken, ob ich das behalte oder ob ich das weitergebe. Ich muss mich ja selber immer etwas zügeln, ne? Dass ich hier meine Sammlung noch irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle halte. Dann haben wir hier das nächste Produkt und ich glaube, das habe ich auch schon. Von Model Co. ist das ein Gel-Eyeliner in Weiß. Das ist dieser hier. Jetzt haben wir schon wieder Tatütata, ne? Also wir haben es jetzt ungefähr... Ich kann die Uhr nicht sehen, da steht was vor. 7:45 müsste das sein, abends. Und mein Freund sagte schon, der ist heute nämlich im Homeoffice gewesen, dass sie den ganzen Tag hier, echt die ganze Zeit mit Tatütata, also mit Sirenen durch die Gegend gefahren sind. Ich habe keine Ahnung, was bei uns hier los ist. Ne? Ich muss mich, glaube ich, mal so gleich bei Facebook darüber informieren, weil nicht, dass irgendwo was ausgebrochen ist und wir sitzen hier und wissen von nichts. Ne? Das kann vorkommen. Ne? Aber gut, ja, das ist halt ein Kajal. Beziehungsweise ein Eyeliner.
Das heißt, den kann man auch wirklich dann am oberen Wimpernkranz ganz schön verwenden. Wenn es halt ein Produkt ist, was man auch hier so auf der Wasserlinie verwenden kann, finde ich das auch ganz cool. Aber da habe ich schon einen tatsächlich. Und ja, damit der hier weiter wandern. Cruelty-free and vegan, also tierversuchsfrei und vegan ist der auch noch. Ist alles ganz nett soweit, ne? Ja, und so einen weißen kann man immer gut gebrauchen, finde ich. So, dann haben wir hier etwas drin, das finde ich ja fancy. Nail Medic Rejuvenator, Nail and Cuticle Energizer, 15 ml. Das ist so ein Zwei-Phasen-Ding für die Nägel und für die Nagelhaut. Das heißt, wenn man das schüttelt, lässt sich das wahrscheinlich total super auftragen. Guck mal, dann verbindet sich das, weil man muss schnell sein, ne? Die Phasen trennen sich wieder schnell. Das geht rucki zuck. Aber cool. Doch, also ich verwende ja gerne solche Nagelseren, Nagelprodukte. Hier ist jetzt so ein bisschen der Deckel angegriffen. Deswegen glaube ich, dass das vielleicht ein bisschen länger rumgelegen hat in irgendeiner Kiste. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es nett. Also ich werde es auch behalten, ne? Und du sollst es weg von Hitze halten und von Kindern unter 8 Jahren auch weghalten. Okay. Warum Kinder unter 8? Keine Ahnung. Aber wird auf jeden Fall da mal getestet. Pretty Woman ist dann hier die Marke, wo es herkommt. Ja, finde ich aber ganz cool, weil meine Nägel, meine Nagelhaut brauchen das. Ich verwende abends auch immer, wenn ich so, ne, ich gehe ins Bett und dann ziehe ich mir die Socken aus und dann mache ich mir Nagelöl auf meine Füße drauf zum Beispiel. Und da kann das ganz gut zum Einsatz kommen. Das waren ja schon 3 Produkte. Achso, und ich habe hier noch 2, genau. Dann haben wir hier einen Coffee Scrub von Mindtan oder Minetan. 80 Gramm sind hier enthalten. Ja, das habe ich auch schon mal ausprobiert. Das ist so ein loses Body Scrub. Ne? Das heißt, du saust dir damit schon so ziemlich die Dusche ein. Ne? Also das macht nicht unbedingt Freude, wenn man das nicht ordentlich wegmacht nach dem Duschen, die Dusche danach zu putzen, um ehrlich zu sein. Also wenn ich eine Tochter hätte und die würde mir damit die Dusche zusauen mit so einem schönen Kaffeesatzpeeling, die Pimpernellen kriegen. Aber ja, also ich ja, habe es halt für meinen Körper ganz normal verwendet und kannst du so eine Packung auch für 2-mal benutzen. Ne? Das musst du nicht in eins aufbrauchen, weil du hast hier halt extra noch so einen Verschluss, also so ein, wie nennt sich das denn? Ich will jetzt nicht Klettverschluss sagen, aber das ist halt so ein Reindrückvieh, ne? Das kennt man ja auch von Lebensmitteln. So ein frischer Verschluss, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man das wieder zusammendrücken und dann läuft dir das Produkt halt nicht aus und du kannst es halt dann irgendwie ein paar Tage später nochmal aufbrauchen, dann passt das schon. Und ja, das ist eigentlich ganz nett, ne? Aber wie gesagt, aufpassen, loses Kram, saut dir alles zu. Habe ich aber auch schon öfters mal in Glossy-Boxen drin gehabt, um ehrlich zu sein. Und dann haben wir hier von Riva Loves Me eine Mega Lash Booster Fake Lashes Mascara. Das finde ich auch so interessant, aber durch die ganzen Adventskalender, die ich jetzt natürlich aufgemacht habe, habe ich hier schon einige Mascaren offen. Egal, die wird hier trotzdem nochmal getestet und ja, die Fake Lashes Bürste zaubert ein ultimatives Volumen und intensiv tiefschwarze Wimpern für unglaubliche Fülle und Definition. Hochwertige Seidenproteine schützen und pflegen die Wimpern gleichzeitig. Und reden kann sie auch nicht mehr. Okay, oh, die sieht relativ trocken aus, um ehrlich zu sein. Aber das Würstchen ist sehr ansprechend. Das gefällt mir jetzt auf den ersten Blick. Ha, ein bisschen verbogen, oder? Riecht sehr intensiv. Ich könnte jetzt ja einfach mal über meine Mascara von vor 14 Stunden drüber machen. Grob gesagt. Gucken wir mal, ob die jetzt irgendwie noch so einen zusätzlichen Boost macht. Mache ich ja tatsächlich öfters mal, ne? Wenn ich so Adventskalender-Unboxings drehe, dass ich mir dann halt noch das Gesicht einmal wasche und mich dann noch ein bisschen schminke. Aber die Wimpern lasse ich dann ja eigentlich, wie sie sind und mache dann vielleicht noch eine Mascara-Schicht oder sowas drüber. Ja, ich meine, gut, das wird jetzt wahrscheinlich jede Mascara auch so machen, ne? Das ist jetzt nicht so der Ultra-Wawa-Woom-Effekt, aber guckt mal von der Nähe. Dann seht ihr aber auch meine furchtbare Haut von der Nähe, ne? Und inklusive Augenringe und Co. Das ist halt die ungeschminkte Wahrheit, ne? Genau. Also das ist dann halt auf der Seite aufgetragen und auf der Seite nicht aufgetragen, wie es dann so aussieht. Kann ich auf jeden Fall mit leben. Das ist jetzt nichts Verkehrtes, ne? Also muss ich auf jeden Fall dann auch nochmal solo mir anschauen. Aber so jetzt auf den ersten Test ist es nicht so, dass meine Wimpern irgendwie verkleben würden oder so. Und es fühlt sich auch angenehm an. Also dann doch nicht so trocken, wie ich im ersten Moment vermutet hatte. Weiß ich nicht, wahrscheinlich ist es halt von der Textur her noch so ein bisschen cremiger, ne? Doch, das
Es gefällt mir schon. Ne? Wird dann demnächst mal auch solo ausprobiert. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber so sieht es. Sieht in Ordnung aus, ne? Schreib mir gerne mal deine aktuelle Lieblingsmascara unten in die Kommentare rein. Ich habe heute Morgen die von Unique verwendet. Und ansonsten habe ich hier, wenn ich mich nochmal schminke für meine Adventskalender von Bare Minerals, die Lashtopia. Genau, die liegt hier auch immer. Und das sind dann halt so die, oder ist dann die Mascara-Kombi, die ich hier trage. Und dann fragt die mich sehr, sehr häufig, wenn ich die Adventskalender aufmache, Mensch, was hast du da auf deinen Wimpern? Und das ist dann meistens so die Kombi. Ja, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich die Box, aber es waren 5 schöne Produkte drin. Doch komm, also für ein junges Mädchen, für eine Jugendliche ist es auf jeden Fall gelungen. Du hast ein Duschgel drin, du hast was zur Pflege drin für die Nägel, du hast dekorative Kosmetik drin, die aber nicht zu laut schreit, um das mal so zu sagen. Ne? Also das ist halt auch etwas, wenn ich Mama wäre, würde ich das in Ordnung finden, wenn mein Teenager-Kind eine Mascara verwendet oder wenn sie halt auch einen weißen Eyeliner verwendet. Ne? Doch. So ein Peeling ist auch nie weg. Doch, ist eine gelungene Box, oder? War jetzt nicht so mega umwerfend, aber für 10 Euro beschwere ich mich nicht. Wie gesagt, in diesem Video kannst du auch genau diese Box nochmal gewinnen. Ich denke, dass der Inhalt auch identisch sein wird. Bei den Young Beauty Boxen variiert das jetzt nicht so. Und hier hinten drauf hast du jetzt auch nicht draufstehen, dass da irgendwelche Varianten? Andere Varianten drin sein könnten. Sonst hast du da vielleicht so Alternativprodukte auch mal mit aufgeführt. Das ist hier nicht der Fall. Also glaube ich, dass du auch genau den gleichen Inhalt drin hast. Und ja, das war's. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, auch wenn das keine Abo-Box ist. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!